Heute erzählen wir euch die Geschichte, als Mose ein Baby war. Amram und seine Frau Jochebed hatten ein großes Problem. Eigentlich hatte ihr ganzes Volk dieses Problem. Viele Jahre vorher war Josef nach Ägypten gekommen und hatte dann seinen Vater Jakob und die anderen Familienangehörigen nach Ägypten geholt. 70 Leute waren es gewesen. Der Pharao, also der König von Ägypten, mochte Josef, weil der ihm viel geholfen hatte. Deshalb hatte er ihnen erlaubt, in die beste Gegend von Ägypten zu ziehen und dort zu leben. Das Volk von Josef, das Volk Israel, wurde immer größer. Etwa 400 Jahre waren jetzt vergangen und mittlerweile waren es etwa 2 Millionen Menschen geworden. Josef lebte natürlich schon lange nicht mehr, seine Kinder auch nicht und deren Kinder auch nicht mehr. Und auch der Pharao von damals lebte nicht mehr. Es gab einen neuen Pharao in Ägypten, der Josef gar nicht mehr kannte. Er wusste nicht, warum die Israeliten in Ägypten waren. Er wusste nur, dass es so viele Israeliten bei sich im Land gab und das gefiel ihm gar nicht. Was passiert, wenn es Krieg mit einem anderen Volk gibt? Die Israeliten könnten zu unseren Feinden halten und uns dann in unserem eigenen Land bekämpfen. So dachte er. Ich muss etwas dagegen tun, dass dieses Volk immer größer wird. Sie sollen für uns arbeiten, sodass sie keine Zeit mehr haben, sich um ihre eigenen Tiere und ihre Familien zu kümmern. Und so geschah es. Die Israeliten mussten für die Ägypter arbeiten. Sie mussten auf deren Felder arbeiten oder Städte für sie bauen. Schwere Ziegel mussten sie schleppen. Es war harte Arbeit und sie wurden dabei von den Leuten vom Pharao streng bewacht. Aber Gott war bei den Israeliten und half ihnen. Der Pharao wollte noch mehr gegen dieses Volk tun. Er ließ die Hebammen der Israeliten, Schifra und Pua, holen. Sie waren immer dabei, wenn ein Kind geboren wurde und halfen mit. Ihr sollt alle Söhne der Israeliten umbringen, sobald sie geboren werden. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben, sagte er zu ihnen. Er wollte, dass das Volk Israel nicht weiter wuchs, dass es nicht mehr Israeliten wurden. Die Hebammen waren die, die als erstes mitbekamen, wenn ein Kind geboren wurde. Was sollten die beiden jetzt tun? Sie brauchten Weisheit, sie mussten klug und weise sein. Woher kann man Weisheit aber bekommen? Genau, von Gott. Und Schifra und Pua kannten Gott. Gott gab ihnen Weisheit, das Richtige zu tun. So hatten sie keine Angst vor dem Pharao und brachten die Kinder nicht um. Der Pharao war wütend. Warum lasst ihr die Kinder leben? Fragte er. Ich habe euch doch befohlen, sie umzubringen. Wir werden zwar gerufen, wenn ein Kind geboren wird, sagten sie, aber wenn wir dort ankommen, ist das Kind meist schon auf der Welt, dann werden wir gar nicht mehr gebraucht. Der Pharao bestrafte sie nicht dafür, aber er ließ sich auch nicht von seinem Plan abbringen. Er gab einen neuen Befehl. Alle Ägypter sollten darauf achten, ob bei den Israeliten ein Junge geboren wurde. Dann sollten sie ihn in den Nil werfen. So würden die Kinder nicht überleben und der Pharao hätte endlich sein Problem gelöst, dass es so viele Israeliten gab. Genau das war die Zeit, als Jochebed und Amram ein drittes Kind bekamen. Miriam war schon 13 und Aaron 3 Jahre alt. Und jetzt wurde noch ein Sohn geboren. Ich weiß nicht, ob sie sich richtig freuen konnten. Was sollten sie tun? Das Kind in den Nil werfen, wie der Pharao es befohlen hatte? Oder warten, bis die Soldaten es finden würden? Dann würden die Soldaten es in den Nil werfen. In der Bibel steht, dass sie Gott glaubten und so keine Angst vor dem Pharao hatten. Sie versteckten ihren Sohn und ich denke, sie baten Gott jeden Tag um Weisheit. Die will Gott uns geben, wenn wir ihn darum bitten. Und das taten Jochebed und Amram jeden Tag und sie versteckten den kleinen Jungen. Aber kann man ein Kind verstecken? Vielleicht eine kleine Zeit, aber
Babys weinen manchmal und irgendwann will man mit dem Kind ja auch mal nach draußen gehen. Sie wussten, irgendwann würde der Pharao das Kind finden und töten. Vielleicht hat Jochebed gebetet. Gott, gib mir Weisheit, was soll ich jetzt tun? Ich kann doch nicht zulassen, dass sie meinen kleinen Sohn umbringen. Und Gott hörte ihr Gebet und gab ihr eine Idee. Als der kleine Junge etwa 3 Monate alt war, machte sie einen Korb aus Schilfgras. Dann verklebte sie ihn mit Harz, sodass er dicht war und kein Wasser hinein konnte. Sie drückte ihren Jungen noch einmal an sich. Dann legte sie ihn vorsichtig in den Korb und schloss den Deckel. Den Korb brachte sie an den Nil und versteckte ihn am Ufer. Ich denke, sie schaute noch einmal ihrem Sohn hinterher. Vielleicht würde sie ihn nie wiedersehen, aber sie wusste, dass Gott auf ihn aufpassen würde. Dann ging sie traurig weg. Aber Miriam, die Schwester, sie blieb noch in der Nähe. Sie wollte wissen, was mit ihrem Bruder passierte. Sie versteckte sich und passte genau auf. Nach einiger Zeit hörte sie Stimmen. Da kam jemand. Wer das wohl war? Würde diese Person ihren Bruder finden? Was würde geschehen? Plötzlich erschrak sie. Es war die Prinzessin, die Tochter des Pharaos, mit einigen Dienerinnen. Sie wollte zum Baden gehen und kam genau an die Stelle, an der das Körbchen lag. Sofort sah sie es. »Holt mir das Körbchen«, befahl sie einer Dienerin. Sie holte es und brachte es der Prinzessin. Die machte vorsichtig den Deckel auf und sah das Baby. Das Baby weinte. Die Prinzessin sah es sich genau an. Sie wusste sofort, warum das Kind dort im Schilf versteckt war. Sie kannte ja den Befehl ihres Vaters. Es muss ein Kind von den Israeliten sein, dachte sie. Sie haben es hier versteckt, damit es nicht umgebracht wird. Miriam beobachtete alles ganz genau. Sie konnte das Gesicht der Prinzessin sehen und merkte, dass die Prinzessin Mitleid mit ihrem Bruder hatte. Sie würde ihn nicht umbringen. Ich denke, Miriam hat zu Gott gebetet, dass er ihren Bruder beschützt und dass er ihr hilft, jetzt das Richtige zu tun. Und Gott half Miriam. Mutig ging sie zu der Prinzessin hin. Brauchst du jemand, der sich um das Kind kümmert? Fragte sie. Es muss doch gestillt werden. Es ist doch noch so klein. Ich kenne jemanden, der dir helfen könnte. Die Prinzessin war begeistert von der Idee. Sie wollte das Kind als ihr eigenes behalten, aber sie konnte es ja nicht stillen und außerdem kannte sie sich gar nicht richtig mit Kindern aus. Ja, das wäre gut, sagte sie zu Miriam. Und Miriam lief sofort los zu ihrer Mutter. Mama, Mama, komm schnell mit. Du musst mit zur Prinzessin kommen. Jochebed ging mit. Sie war wahrscheinlich sehr überrascht, als die Prinzessin ihren eigenen Sohn in die Arme legte und sagte, bitte kümmere dich um dieses Kind. Ich werde dich dafür bezahlen. Gott hatte Jochebed geholfen und auch Miriam. Jetzt durften sie den kleinen Jungen mit nach Hause nehmen und sich um ihn kümmern. Miriam durfte mit ihrem Bruder spielen und brauchte keine Angst zu haben, dass der Pharao das Kind findet. Denn die Prinzessin selbst sorgte dafür, dass ihm nichts passierte. Für sie war es wie ihr eigenes Kind. Die Prinzessin nannte ihn Moses.